Arena. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hannover 96 gegen Hamburger SV. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Das ist ein vielversprechender Pass. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Kittel. Sie haben den Ball. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Guter Pass. Klasse gemacht. Chance lebt noch. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Moritz Heyer. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Gutes Tackling. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt schießt er. Ja, Zieler, ganz sicher. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Sebastian Schonlau. Das frühe Stören jetzt. Kittel. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Gute Chance für eine Flanke. Jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Geht dazwischen und hat den Ball. Ja, Zieler, ganz sicher. Kerk. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist er alleine durch. Gute Parade. Und es gibt natürlich Einwurf. Fängt diesen Ball ab. Jetzt ist es gefährlich. Kerk! Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor.
Kaisers Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann einfach eiskalt abgezogen. Der Volley ist nicht zu halten, ist ein tolles Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da sind Mitspieler frei. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch.